und identifiziere mich damit gerne. Lass mal hören. Was, du auch? Wir können dann zusammen Reaction-Video drüber machen. Oh Gott. Weißt du? Hast du ganz viel Holz gerade übrig? Ein bisschen was habe ich, aber zu denn? Ich brauche ganz viele Druckplatten. Warum brauchst du Druckplatten? Ich werde jetzt den guten Christian ein Schild an seine Kiste setzen. Oh, du willst Christian pranken? Mit einer Aufschrift. Können wir jemandem zufällig Essen geben? Das sieht gerade schlecht aus, weil ich selber nichts habe. Könnt ihr was geben? Komm mal vorbei. Weil ich möchte nämlich aufschreiben hier, the cake is alive. Ich habe nämlich echt nur ganz wenig. Ich habe nur 4 rote Beete. Bring ein paar Kartoffeln. Ich könnte zwar so links sein und das in seinen ganzen Vorbau quasi mit Druckplatten und unter ein paar vielleicht ein bisschen TNT verstecken, aber ich möchte da nichts zerstören. Deswegen wird es so ein Psychospiel. Wie viele brauchst du denn? Wie bitte? Weiter Mario, wie viele Druckplatten er braucht? Keine Ahnung, ich denke mal so 20 müssten reichen. Ruhe? Könnten wir nochmal schlafen gehen? Ich bin gerade auf dem Weg zu dir, also gerade schlecht. Ach, du hast ja schon was angebaut. Ja, weg. Scheiße. Ah ja. Also hier eins der Kartoffeln. Nein, jetzt fallen sie runter. Wie weit geht das? Tief. Okay, ja gut, dann viel Spaß beim Leiterklettern. Schlafen, glaube ich, auch erledigt. Okay. Komm wieder hoch. Nein, jetzt fällt wieder ein rund. das Ganze. Bist du bei Christian? Nee, ich bin gerade noch bei mir auf dem Kartoffelfeld. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ach, es ist ja schon wieder Tag. Ja. Hat wer Sticks? Oder Leitern? Ne. Also Mario, hier ist Holz, ne? Ja. Reicht ein Stick? Müsste reichen. Aber das war noch das Holz, was ich gebrauchen kann. Hat wer denn Sticks, oder? Wenn du das Holz nicht brauchst, dann gib her. Hast du Sticks? Ja, sagen wir so. Ja, ich kann dir auch noch ein bisschen Holz geben, aber ich habe nicht mehr so viel dabei. Achso, dann farm ich. Hab ich nur noch. Dann farm ich eben selbst. Ah, okay. Brauch nämlich auch nicht sehr viel. Ich brauche eine Kiste. Von was? Eine leere Kiste. Ich hab hier eine leere, falls du eine brauchst. Ah, ne, dann mach ich mir grad selber eine, es geht wesentlich schneller. Es geht einfach nur darum, meine netten Kollegen hier gleich zu verarschen. Oh, zum Glück hatte ich noch in meinem Lager Holz. Da ist noch eine Kiste. Achso, ne, die können ja auch da unten bleiben. Ah ja, die Kartoffeln noch eben in den Nahrungsofen schmeißen.
So. Der Jute wird sich noch wundern. Kann sicher da. Ah ne, du weißt. Hast es ja damals nicht gesehen, Stefan, ne? Mit der Druckplatte bei dem vor der Türe. Was für eine Druckplatte? Auf dem alten Server noch. Da hatte der noch sein Haus. War. Genau, da hatte der ein ganz normale Druckplatte gehabt auf dem Boden. Ja. Für seine Tür und ich habe die mal präpariert mit TNT. Ja, und ich bin nachdem er mal gelaufen. Nachdem er. Stimmt, du bist da drüber gelaufen. Ja. Das war's. Wir haben das dann repariert. Ja. Ja. Ich werde es jetzt. Diesmal sind es nur Psychospielchen. Aber es wird ihn wieder treffen. Ach, ihr hattet schon mal einen Server? Ja. Ja. Ist aber schon. Ein paar Jahre her oder so. Wie viele Jahre? Oder anderthalb. Zwei circa. Anderthalb bis zwei Jahre. Das war ja kurz, als ich das erste Mal getroffen habe. Jetzt habe ich Fackeln vergessen. Du kennst aber bestimmt diesen Spruch über den Kuchen aus Portal, oder? The cake is a lie. Genau. Ja. Da es gerade so wunderschön um Kuchen geht, ging, passt das ja. Da ist ja der Kuchen. Lei schreibt man einfach nur L-E-E, ne? Ja, genau. Und klein geschrieben. So. Nein, sowieso. Okay, 20 Druckplatten sind echt wenig. Stefan, willst du dir das Spektakel mal ansehen? Ja, ich guck gleich mal. Mir gefällt's. Wenn wir Fackeln brauchen, ich hab jetzt ganz viele. Alter, kam das gerade plötzlich. Du warst plötzlich so laut. Ja. Aber ja, jetzt würdest du sagen, ich könnte eine Doppelkiste Fackeln gut gebrauchen. Ja, jetzt nicht eine Doppelkiste, ne? Ich meine jetzt. Also ich hab 5 Stacks. Kannst gerne dir ein Stack rausnehmen.
So meine ich das. Hey, hier sind so viele unendlich viele Scheißhöhlen. Dreh mich langsam echt auf. Das muss ich anders machen. Ah, das ist ja doof, das ist... Oh Mann. So. Auf Höhe 10 war das, ne? Diamanten? Ab 16 ja. Niedriger. So, also du darfst jetzt keine Spektakel gerne angucken bei Chris. Okay. Es werden auf jeden Fall Erinnerungen auftauchen. Ich glaube, ich muss jetzt schon ein Denkmal errichten in der Stadt. Das wird wieder auf die Dorfbewohner übergehen. Damals hat er meine Dorfbewohner in die Luft gesprengt danach. Ja, ist dann in einen richtigen Krieg ausgeartet. Ja, bis es vertraglich festgeregelt wurde. Ach, das war lustig. Aber bei mir kommt auf jeden Fall keine Person zu Schaden, weil da kein TNT drunter ist. Also das garantiert von meiner Seite aus. Was danach passiert, das war, davon weiß ich nichts. Ob da von euch einer noch TNT drunter platziert. Kommst du mit der Bahn oder mit dem Pferd? Ich komme gleich erst, aber dann wahrscheinlich mit der Bahn. Ich habe jetzt auch einen Bahnhof. Kannst du mir sagen, wann? Dann kümmere ich mich in der Zeit nochmal kurz auf den Tunnel Richtung Villagerland. So. Hier müsste nämlich so eine gescheite Decke rein. Das mache ich aber ein andern Mal. So, da steht. Aber ich habe keine Angst mehr, stimmt ja. Das ist doof. Ja, das gefällt mir. Die. Hier nochmal eine schöne Reihe. Und auch ich gerade sage, hier musst du richtig die Decke rein. Ich kümmere mich dann anders mal drum und mach das trotzdem jetzt. Oh Mann, ey. Ich habe Redstone gefunden. Nice. Kannst du gerne den Bahnhof spenden? Ja, Clemens hat noch in seiner Kiste, ich glaube, 7 Stacks Redstone. Ist nicht viel. Clemens wird geplündert. Jetzt. Ja, ich plündere ihn gerne. Gehe ich da eben hin und. Wo soll ich denn das Redstone hinpacken? Es müsste am Bahnhof noch oben eine Spendenkiste geben. Ja, das ist aber falls alles voll mit Bruchstein. Ah, okay. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ja, und wenn ihr Bruchstein braucht, Clemens hat, ich glaube, 20 Stacks oder so gefühlt. Ja, das hat, glaube ich, jeder von uns genug. Vor allem ich. Ja. Aber keine Ahnung, in welcher Kiste ich das gelagert habe. Ja, ich kann euch denn das Redstone bringen, ich brauch's ja nicht. Es gibt doch auch noch nette Menschen in der Familie bei Clemens. Hm. Das ist kaum zu glauben, ne? Also bei ihm hätte ich das echt nicht gedacht. Bei wen jetzt? Bei Clemens. Was denn? Dass es da nette Leute gibt. Achso. Achso, du meinst, weil Clemens die ganze Zeit einfach scheiße ist? Ja, schon so. Ich dachte, da würde bei seiner Familie schon so einiges schief laufen.
Also eigentlich läuft nur bei Clemens was schief. Komm, es mal so aufzudrücken. Alter, ich find's geil, dass einfach sein eigener Bruder so sagt. Einfach nur geil. Man kann es halt alle. Ja, aber es stimmt, dass es nicht. Es ist nicht nur das Bild bei uns. So gibt sich wohl Clemens in der Öffentlichkeit. Ich hab echt manchmal nur gedacht, das sieht ja an uns. Aber nein. Liegt ganz allein an Clemens. So, ich bring euch mal dann das Redstone, ne? Jo, danke. Wenn ihr ich pack doch gleich Lapis rein, das ist auch ganz sicher. Das sind 10 Stacks. Okay, nice. Ach du Scheiße. Ja, wenn du eine Treppe nach unten machst, dann kommt da auch schon was zusammen. Stefan? Ja? Ich glaube, der mögliche Attentat, der sich bei in der Stadt niederlegt, den ich ja angepriesen habe gerade, ne? Ja. Ich habe so ein Gefühl, dass sich der eher auf den Bahnhof auswirken wird. Warum? Weil da mehr Arbeit drin steckt. Oh. Eine Frage, was okay. Ist das eigentlich für so ein Glasgebilde, was hier vom Berg wegführt? Dich gerade so. Welches Glasgebilde? Meinst du das schwarze? Meinst die Strecke zu Christian? Warte mal, nee, warte ich. Hier ist so ein Tunnel halt. Ja, in die Luft geht der so. Ja, wenn es in die Luft geht, dann kann das wahrscheinlich das Ding von Christian sein. So ein Tunnel also in die Luft und dann nach links. Da ist Glas, da ist Stein, da ist dürfte Holzstützen verbaut sein. Glowstone, ja. Das ist die Minecraft-Strecke. Okay. Wie geht das nochmal mit Minecraft? Auf den Namen klicken und dann ins Minecraft setzen und dann bei diesen. Die Knöpfe links und rechts davon drücken. Ist egal welchen dann. Okay. Willst du mal ausprobieren? Ja, warte mal, ich komme auch nochmal zum Bahnhof. Dann fahre ich mal zu Stefan, weil seine Strecke kenne ich noch gar nicht. So, ich ist auch noch nicht so spektakulär. Und Lapis und Bruchstein ist alles jetzt in der Spendenkiste. Was hast du gesagt, Stefan? Ist noch nicht so spektakulär hier. Egal, ich komme jetzt trotzdem. Ich fahr los. Bleib mal am Bahnhof stehen und hörst jetzt gleich, wenn ich reinkomme. Aha. Ich weiß gar nicht, ob du das schon kennst. Uno momento. I'm on the way. Fährst du jetzt auch mit dem Minecraft beim Bahnhof? Ja, ich komme jetzt gerade zum Minecraft rein, zum Bahnhof reingefahren. Das hörst du jetzt auch gleich. Und zwar hörst du das exakt jetzt. Ja, das ist voller Ton. Ja, jetzt bin ich am Bahnhof. So, wo bist du gerade? Ah, da oben. So, wir fahren jetzt zu Stefan. Stefan ist hier Krotzi. Einmal der Spielername, darunter der richtige Name. Wie bitte? Dann wählst du das aus. Was? Wo jetzt nochmal? Also jetzt gerade war das so. Hier steht einmal jeweils der Spielername und der richtige Name drin. Warum spielt er mich hier bei Clemens und Alex? Ach egal. Ja, weil die beiden erstmal noch zusammen gewohnt haben. Und da die beiden ja nicht hier hinkommen, dass man mal mit denen reden kann, wer jetzt wo wohnt, bleibt das erstmal so. Ja, dann wählst du das aus. An dem Signal oben siehst du, was gerade ausgewählt ist. Dann gehst du zum Minecart, setzt dich rein. Kannst du jetzt schon reinsetzen. Hier in das, ne? Ja, dann drückst du einen der beiden Knöpfe und mehr musst du nicht machen. Ja, das leckt, das hat ja eben richtig geleckt. Das sind die Pistons. Nein, das sind nur die Pistons. Ich fahr auch gerade zu Stefan. Ey, was das für ein Streckensystem ist. Oh ja, die Weiche ist übrigens leider nicht richtig gestellt. Altfahrtig. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.